Am Freitagabend hatten die Rostock Piranhas den momentanen Tabellenführer Moskitos Essen zu Gast in der Schillingallee. Das Eis war poliert, Hallensprecher Echo Weber und die Fensterraubfische auf Betriebstemperatur. Nach einem soliden Saisonstart ist es Zeit für ein Gespräch mit dem Vizepräsidenten des Rostocker Eishockeyclubs, Christian Trems. Die Saison ist jetzt schon ein paar Tage alt. Ihr seid eigentlich solide in die Saison gestartet, oder wie siehst du das? Ja, das sehen wir genauso. Das ist mit Abstand der beste Saisonstart, den wir hier seit einigen Jahren haben. Auch wenn Niederlagen schon mit bei waren, ist das doch aber ein Bild, was wir hier abgeben. Also gerade mit den Siegen auch letzte Woche in Leipzig. Das stimmt sehr zuversichtlich für den Saisonverlauf. Und wir sehen auch, dass noch nicht alles bei 100% ist. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass wir auf einem guten Weg sind und sind gespannt auf die nächsten Spiele. Noch nicht alles ganz hundertprozentig. Woran machst du das fest? Im Sturm oder eher defensiv oder allgemein? Na, allgemein. Ne? Wir haben halt einen großen Umbruch gehabt in der Mannschaft. Wir haben nicht so viele Akteure behalten, haben eine Vorbereitung gehabt, haben in der Vorbereitung aber auch nur 5 Testspiele gemacht. Andere Vereine liegen da bei 6 bis 8 teilweise. Und es sind halt so Kleinigkeiten, die da noch, ich sag mal, wirklich kleine Stellschrauben. Und wir wissen aber alle, wie der Trainer arbeitet. Lenny ist da sehr, sehr akribisch und sehr, sehr ehrgeizig, auch sehr, sehr kritisch. Also ich glaube, es fehlt nicht mehr viel, bis wir da sind, wo wir wirklich hinwollen. Und wir sehen aber auch, dass die Liga sowieso generell deutlich enger geworden ist, was das Leistungsgefüge angeht. Lennys Handschrift deutlich zu erkennen, oder denkst du, da geht noch mehr? Also es ist schon zu erkennen, und ich sag mal, wer ihn an der Bande beobachtet, sieht auch, also das ist ein Trainer, der arbeitet auch während des Spiels jede Minute akribisch mit der Mannschaft weiter. Das ist halt, der lässt die Spiele nicht einfach durchlaufen und analysiert dann, sondern er ist schon auch im Drittel in den Unterbrechungen, ist er bei der Mannschaft und arbeitet und also er hat ich glaube, sein Blick ist da auch so, das können wir wahrscheinlich gar nicht beurteilen, der sieht Kleinigkeiten und versucht die halt beim nächsten Wechsel abzustellen. Ich frage jetzt nicht nach dem Saisonziel, aber dann auch die Frage, was traut ihr der Mannschaft zu? Weil sie ist ja gerade neu zusammengestellt, aber doch ja von einem sehr, sehr, sehr erfahrenen Trainer. Also ich traue der Mannschaft schon viel zu, ne? Aber es ist eben auch so, dass, was ich eben schon sagte, das Leistungsgefüge in der Liga ist deutlich enger geworden. Das zeigt, dass auch Halle und Scorpions, die eigentlich die beiden Top-Favoriten der Liga sind, selbst jetzt noch nicht dastehen, wo sie eigentlich hinwollen, und auch mit Niederlagen kämpfen. Also diese Liga ist aktuell eine Liga mit 12 Mannschaften, wo jeder jeden schlagen kann. Es ist eine Liga, in der jede Mannschaft wirklich bis zur letzten Sekunde mindestens 100% geben muss. Und ich glaube, das spielt sich auch in den Spielen wieder. Man sieht, dass ihr auf jeden Fall mithalten könnt, gerade heute. Wie denkst du, wie geht diese Partie aus? Also ihr seid ja nahezu ebenbürtig, will ich jetzt mal behaupten. Also Essen ist als Tabellenführer hierher gekommen. Das waren wir nach dem ersten Wochenende auch. Und das ist halt, aber eben, wir haben auch Spiele abgeliefert, die das auch dann gerechtfertigt haben. Auch Essen steht da oben nicht zu Unrecht. Ich denke, es wird ein knappes Spiel auf jeden Fall, aber na, selbstverständlich mit dem besseren Ende für uns. Und gerne auch so wie in Leipzig letzte Woche Verlängerung, Penalty schießen. Ich nehme auch gerne alles mit. Ich mag die Spannung, auch wenn es für den Blutdruck und fürs Herz vielleicht nicht das Beste ist. Doch an diesem Tage sollte es nicht in eine Verlängerung gehen. Gut fürs Herz war die Partie trotzdem nicht. Denn die ein oder andere Situation galt es emotional zu überstehen. Besonders kritisch zu beobachten war das erste Tor der Piranhas im ersten Durchgang. Nach großem Gewusel vor dem Tor war laut Schiri das Spielgerät auch in diesem zu finden. Reklamationen der Gäste sorgte für Gesprächsbedarf bei den Unparteiischen, mit dem Ergebnis, dass das gegebene Tor zurückgezogen wurde. Sehr zum Ärger der Fans in der gut gefüllten Eishalle.
Am Ende der Begegnung setzte sich aber die aggressive Spielweise der Gäste durch. Nicht ganz unverdient, aber dennoch glücklich. Über das 2:4 gingen die Gäste mit den Punkten vom Eis. Durchschnaufen konnten die Piranhas nicht. Bereits am Sonntag gab es eine weitere Begegnung gegen die Hannover Scorpions. Auch hier gab es für die Mannschaft nichts zu holen. Mit 5:1 fuhren die Piranhas wieder gen Heimat. Es folgt ein Auswärtsspiel bei den Tilburg Trappers, bevor mit den Hannover Indians dann der nächste Kontrahent bereits am 22. Oktober zum Punktspiel in die Schillingallee kommt.